Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Ich bin der Stormy und wir waren das letzte Mal stehen geblieben auf der Citadel. Und wir sollen jetzt Odina und Herrn Anderson zum Rat folgen. Aber zuerst können wir hier nochmal diese Computerkonsole dechiffrieren. Und finden ein Bericht der Allianzpatrouille. Captain Hendrickson hat von einer ungewöhnlichen Energiesignalen und einigen ungewöhnlichen Signalen während der Patrouille durch das Argus-Rotlaster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant, ob wir ein Aufklärungssystem dahin entsenden sollten. Fragezeichen. Weiß ich nicht. Ja. Aber wenn sie Bedenken hatte, soll sie da vielleicht mal was anregen. So. Avina. Brauche ich nicht. Avina ist scheiße. Der ist jetzt der Rapid Transit, das ist die Schnellreisefunktion. Weil es ja doch etwas weitläufiger ist, als man das zuerst mal ja, erahnen könnte. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit Ermittlung gegen Saren. Okay. Mit wem haben Sie da geredet? Das war Executor Palin, Chef der Zitadell-Sicherheit, mein Boss. Er wird meine Ergebnisse zu Saren dem Rat präsentieren. Scheint, als hätten Sie nichts. Saren ist ein Spekter. Die meisten seiner Taten sind geheim. Ich habe nichts Konkretes. Aber ich weiß, dass er was plant. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie ihnen zu. Ich hab das ehrlich gesagt noch nie gesagt. Also, insofern. Es ist kein permanent gutes Sprichwort. Also, naja. Er wollte was sagen, aber er hat es nicht gesagt. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spekter und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die. Sie haben den Sender zerstört. Dann wollten Sie es verheimlichen. Die Schuld auf andere schieben, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Genau wie Captain Anderson. Er hat ihnen viel beigebracht. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Bei unserem nächsten Aufeinandertreffen töte ich sie. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres.
Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von Inspectus auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Er ist Turianer. Ich will ihn nicht auf unserer Seite haben. Nicht alle Turianer sind wie Saren. Wenn er helfen kann, müssen wir ihn finden. Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Erzählen Sie mir mehr vom Shadow Broker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Der Kauf und Verkauf von Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadow Broker ist der beste Spieler von allen. Pro-Gamer. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert. Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Mass Effect 2. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Dauert auch noch, bis wir da hinkommen. So, wir würden jetzt zur Koras Nest geschickt werden, durch hier drüber, aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen nämlich tatsächlich mit Balafon reden, können aber hier nur in die Botschaften, das heißt, wir müssen da einen kleinen Laufweg in Kauf nehmen.
Geheimbüro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Das sind Keeper. Trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Und es ist frustrierend. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche Sie zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Ich spreche mit ihr, wenn ich Zeit habe. Warten Sie nicht zu lange. Sie sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sie erwartet Sie oben, wenn Sie zu ihr möchten. Ja, wenn ich das möchte. Ich möchte aber nicht. I'm calling the shots. Not you. Balavon oder Fon. Ah, Dallin. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallininde, aber viele sagen einfach Dallin zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Er ist ein Hanar. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Er hat ein bisschen was. Aber nichts Berauschendes. Ja, hat Explorer-Rüstung. Die sind schon besser als das, was wir haben, aber. Ne. Brauche ich nicht. Balafon. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Sie waren doch in Toffa, nicht wahr? Sie haben den finalen Angriff gegen die Feindesbasis angeführt, wenn ich mich nicht irre. Ich kann es nicht leiden, wenn Fremde so viel über mich wissen. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich brauche diese Informationen. Jetzt. Es ist zwecklos, mir zu drohen, Commander. Diese Auskünfte sind ein kleines Vermögen wert. Aber dies ist eine ungewöhnliche Situation. Deswegen bekommen Sie sie kostenlos. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht.
bis Saren ihn verraten hat. Es gibt einen rechten und einen linken. Welchen willst du? Saren hat ihn also verraten. Das sieht ihm ja so gar nicht ähnlich. Ganz gleich, wie ihre Meinung von Saren ist. Er ist alles andere als dumm. Er schätzt den Shadow Broker als wertvollen Verbündeten. Es scheint keinen Sinn zu ergeben, ihn zu betrügen. Der Preis für diese Tat muss sehr hoch sein. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Das war ja nicht gerade berauschend viel. Ich habe Ihnen gerade offenbart, dass der berühmteste Spectre der ganzen Galaxie den Shadow Broker verraten hat. Eine wertvolle Auskunft, nicht nur gemessen am Preis. Sie sollten mit dem Kroganer sprechen, wenn Sie mehr erfahren möchten. Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch, bevor er die Akademie verlässt. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Danke für die Auskunft. Gern geschehen, Commander. Ja, das war jetzt wenig berauschend, ehrlich gesagt. Zeit, einen Streit zu schlichten. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Citadel-Gesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Er ist bloß eine große, dumme Qualle. Wie kann ich meinen Vorgesetzten davon überzeugen, dass ich eine Beförderung verdiene, wenn ich nicht mal diese nervige Qualle loswerde? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Wenn Sie dieses Problem nicht lösen können, dann haben Sie Ihren Posten nicht verdient. Ich habe nicht um Ihre Hilfe gebeten, Mensch. Ich werde damit schon ganz allein fertig. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Citadel-Sicherheitsofficer? Ist es Ihnen gestattet, hier im Präsidium zu predigen? Die Worte dieser unbedeutenden Person berichten nur von der offensichtlichen Wahrheit. Der Citadel-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Das hier ist das Präsidium, keine Kirche. Halten Sie Ihre Predigten woanders ab. Der Glaube dieser Person lässt sich nicht unterdrücken. Andere mögen kommen und sich daran versuchen. Der Citadel-Sicherheitsofficer sagt, dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadelle einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keine Erlaubnis bedarf. Der Zitadell-Sicherheitsofficer macht nur seinen Job und Sie machen nur Ärger. Diese Person ist zu bescheiden, um zu behaupten, dass der Citadel-Sicherheitsofficer mit zweierlei Maß misst. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Ihre Absichten sind mir egal, aber Sie stellen die Hanar wie streitsüchtige Fanatiker dar. Diese Person wünscht nicht, dass die Zuhörenden Vorurteile gegenüber den Hanar hegen. Ihr Hanar bekommt genau das, was ihr verdient. Ihr seid entweder zu arrogant oder zu dämlich, selbst die einfachsten Regeln zu befolgen. Diese Person wird sich fügen, weil sie nicht möchte, dass andere Völker Vorurteile gegenüber den Hanar hegen. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Haha. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen.
Jemand musste die Sache in Ordnung bringen. Und Sie waren dem offenbar nicht gewachsen. Sie haben Ihre Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt. Ich erkenne das an und werde mich an Ihnen orientieren. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Und wir hier weiterverfahren beim nächsten Mal. Stormy out.